Tierschutzbund Podcast. Vier tapsende Pfoten, darum geht's heute beim Aktionstag Hund des Deutschen Tierschutzbundes. Das hier ist Genie, die ist ganz verrückt auf meine Hundeleckerlis. Für mich eine ganz neue Erfahrung, Tiere bei der Arbeit. Ja, hier. Oh, aber Genie ist so eine Süße. Wir sind hier im Theaterlabor in Bremen. Zum dritten Mal gibt es in Bremen diesen Aktionstag. Das war eine Premiere 2007, hat super geklappt. Dann gab es deutschlandweit diese Aktion im letzten Jahr und dieses Jahr geht's weiter. Und Genie, die gehört zu diesem jungen Mann hier, Manfred Nicolai. Hallo. Genannt Manni. Ja. Du bist der Chef hier vom Theaterlabor. Nein, um Gottes Willen, nicht der Chef. Ich bin hier nur für Grafik und Fotos zuständig. Und Genie ist euer Firmenhund sozusagen, denn Genie ist nicht nur heute beim Aktionstag dabei, sondern eigentlich immer. Was macht sie denn? Was übernimmt sie für Jobs? Genie hilft mir zum Beispiel beim Theater Tresen, den ich nebenbei auch noch bewirtschafte zwischendurch mal, wenn unser Ingo nicht kann. Und macht dann so ein bisschen auch Empfang, nimmt unsere Gäste, Theatergäste in Empfang und begrüßt sie ganz freundlich. Und das sorgt auch schon mal für eine aufgelockerte Stimmung. Dass Manni das gut findet, dass Genie tagtäglich mit dabei ist bei der Arbeit, kann ich mir vorstellen, ist eine schöne Sache. Aber es gibt ja auch noch Kollegen, die keine Tiere mitbringen. Susanne zum Beispiel. Was sagst du denn zu Genie? Super. Das ist eine ganz liebe, macht immer Spaß, wenn sie hier ist. Ja, wir freuen uns, glaube ich, alle. Inwiefern kümmert sie sich um ein verbessertes Klima? Man sagt ja, das ist der Grund, weshalb man Tiere mitnehmen sollte. Auf jeden Fall. Wir können alle mit ihr spielen, wenn sie da ist. Das fordert sie auch ein. Und ja, auch mal mit ihr kuscheln. Das ist total schön. Eine Firma von über 1000, die teilnehmen. Das Theaterlabor in Bremen. Auch bei der Firma Wassmann Sanitär- und Heizanlagen ist heute Vierpfotentag. In Amerika ist das Modell ja schon bekannt. Seit 10 Jahren wird es dort praktiziert. Einmal im Jahr dürfen Mitarbeiter ihre Hunde mitbringen. Hier ist es so, da ist der Hund sowieso immer mit dabei. Und jetzt gucken wir uns den mal an. Darf ich vorstellen? Das ist Maika. 7 Jahre ist sie alt. Hat in der Mittagspause gerade einen kleinen Schwimmunterricht genommen. Hier in der Weser gleich um die Ecke. Das ist ganz praktisch. Und sie ist oft hier in der Firma, aber natürlich heute auch mit dabei beim Aktionstag Hund und begleitet ihren Chef, ihr Herrchen. Jochen Dirks ist das. Hallo. Hallo. Was gab es denn heute an Geschenken schon? Ja, der Tierschutzbund war schon da und hat heute unsere Urkunde schon vorbeigebracht. Dieses Unternehmen hat am bundesweiten Aktionstag Kollege Hund am 25. Juni 2009 teilgenommen und wird vom Deutschen Tierschutzbund e.V. als tierfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. Was für ein Gefühl ist das, sowas überreicht zu bekommen? Doch, muss ich sagen, kommt gut an. Und vor allem auch die Aufmachung und das Ganze drumherum, wie es läuft, muss ich sagen, es macht Spaß. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Maika hier in der Firma, auch mit den Kollegen vielleicht? Ja, die Kollegen haben sie positiv angenommen, weil sie von Haus aus ja schon ein gutes Wesen ist. Und sag ich mal, es ist ein kleines Kundenbindungsprogramm. Die Kunden, die reinkommen, stürzen sich zuerst auf den Hund, bevor sie mich überhaupt sehen und kommen natürlich ganz gerne auch wieder. Jetzt sind wir bei Siva Freight, einer Import-Export-Firma in Bremen. Und das neben mir, das ist Lani. Lani hat spanisches Blut in sich, kommt von Fuerteventura und übernimmt heute den Job der Speditionskaufsfrau-Gehilfin. Genau. Und die Chefin ist sozusagen Nina, ist gleichzeitig auch ihr Frauchen. Ja, genau. Du hast deine kleine Lani nicht immer mit dabei bei der Arbeit. Das ist heute sozusagen eine Premiere. Genau. Sonst ist sie bei meinen Eltern. Lani, wie findest du das? Ah, gut. Schätze ich jetzt mal. Was sind so ihre Plätze? Wo treibt sie sich rum? Was gab es schon für Geschichten heute? Ja, also erstmal reingekommen, einmal durchgefegt, zu jedem hin. Sie macht einen ganz souveränen Eindruck. Ich meine, sie könnte zum Beispiel ein bisschen tackern oder Blätter lochen. Ja, gut, das müssen wir noch üben. Inwiefern macht sie sich nützlich? Ja, also sie bringt gute Laune rein. Jeder streichelt sie mal und ja, das ist schön. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Arbeitstag. Mach's gut und halt die Kollegen auf Trab. Einmal waschen, schneiden, föhnen. Das ist heute mit Balu angesagt, bei Katja Neumann, Hairstylistin in Bremen. Und auch bei dir ist heute der Hund zu Hause. Genau. In der Firma. In der Firma. Lässt sich auch mal hier ein bisschen verwöhnen. Warum nimmst du teil an diesem Tag, Aktionstag Hund? Weil mein Hund eigentlich schon immer, früher auch schon immer mit in der Firma war. Der ist ja quasi groß geworden und ich finde das einfach total witzig, wenn der zwischendurch da mal ein bisschen rumwuselt und Kinder und andere finden das eigentlich total nett. Also Balu immer mittendrin und natürlich gab es auch für euch die Urkunde des Tages, überreicht vom Deutschen Tierschutzbund. Hängt ihr die auf? Natürlich. Einer der großen Vorteile, das beweisen ja auch Studien, ist, dass Hunde bei der Arbeit das Arbeitsklima verbessern. Inwiefern äußert sich das hier bei euch? Ja, man streichelt ihn und durch Zuneigung von dem Hund selber, also der gibt ja einem auch viel wieder.
Und bei den Kunden ist es einfach dann auch eine lockere Stimmung. Also heute haben die jetzt wirklich alle mit ihm geschmust oder jetzt war ja gerade ein kleines Kind da, was ihn gefüttert hat. Und so ist das dann halt schon immer. Und ich denke schon, dass das auch ein bisschen, dass es auch eine Entspannung bringt. Und natürlich ist Katja wieder nächstes Jahr mit dabei. Natürlich. Mit Balu auf jeden Fall. Und wenn Sie auch Lust haben auf eine dieser schönen Urkunden, dann melden Sie sich an. Im nächsten Jahr wieder Aktionstag Hund in Deutschland und natürlich auch in Bremen.